Herzlich willkommen bei Vivoterra hier und jetzt. Phonographen und Robotergehirne. Ein Phonograph ist eine alte Bezeichnung für Plattenspieler und gilt heute auch für neuere Medien wie CD, Film, TV, USB und Festplatten und Internet. Ein Phonograph ist ein Mensch, der nicht selbstständig denkt, und nicht selbstständig versteht, sondern alles nur nachplappert wie eine Schallplatte auf dem Phonographen. Was der Interpret, und er interpretierte nur, vorher aufgenommen hatte. Ein Phonograph ist ein Roboter, ein Phonographenpapagei, ein Phonographengehirn. Ein Phonographenmeister ist einer, der seine Schüler lehrt, blind zu übernehmen, sogenannte Gurus. Ein Phonographenmeister hat eine künstliche Autorität, Kraft seines Amtes. Ein Phonograph ist einer, der alles blind übernimmt und blind weitergibt. Es gibt leider nicht wenige sogenannte Meister, welche nur wegen des Geldes oder ihres Egos unterrichten, und in Englisch heißt es "We love to entertain you", wir lieben euch zu unterhalten, also nach unten zu halten, Dummvolk, wie es die Fake News Media sagen. Aber die Lehre nicht wirklich verstehen und bis heute nicht in der Lage sind, diese Unterscheidungen, die wichtig sind, in ihrer wirklichen Form weiterzugeben. Denn Lehren bedeutet nicht unterrichten, nach unten richten, sondern Wissen weiterzugeben. Diese Gurus behaupten unbeirrt und selbstgerecht, ihre Sicht der Dinge sei die einzig richtige, und Schüler, welche sich schon mit einem höheren Verständnis befasst haben, zurechtweisen. Aber wie Jesus schon lehrte, wenn Blinde von Blinden geführt werden, fallen beide in den Abgrund. Ja, warum ist das so? Die Menschen begannen, die Dinge um sich herum als getrennt, dualistisch zu betrachten und nicht mehr universell, also monistisch. Und ihr Leben wurde fortan schwierig. Das ist der Auszug oder der sogenannte Wegzug aus dem Paradies. Aber es gab und gibt zu jeder Zeit Menschen, die die wahren Gründe erkannten und erkennen und zu jeder Zeit die übrigen Menschen warnten und warnen. Eine Minderheit von Menschen. Sie wurden immer bekämpft und gejagt. Oder als Verschwörungstheoretiker denunziert. Auch von der blinden Masse. Und diese Menschen, sie lehrten, wie die richtige Lebensweise sein soll. In Harmonie mit der Natur. Was immer Gesundheit bedeutet. Wer Ohren hat zu hören, der möge hören. Wer Augen hat zu sehen, der möge sehen. Aber die Menschen brauchen ja einen Lehrer, damit sie selber auch Meister werden. Wer von vornherein alles ablehnt, kann ja nicht Meister werden. Wenn der Schreinermeister seinem Schreinerlehrling etwas lehrt, also sein Wissen weitergibt, und der Schreinerlehrling von vornherein alles ablehnt, kann er nicht Schreinermeister werden. Das ist symbolisch für alle anderen Bereiche im Leben. Ja, sicher benötigen die ehrlich Suchenden einen Wegmeister, der ihnen den richtigen Weg zeigt und die Lehre vom Leben erklärt. Aber ebenso sicher benötigen diese Suchenden keine jesuitisch-satanisch geprägten Nasenringführer, denn diese lieben die Menschen nicht. Sie wollen sie verknechten, und genau das machen sie auch. Genau vor diesen Manipulatoren, auch Erfinder vom Matrix-Gefängnis, soll ein Wegmeister warnen. Glück finden wir nicht, wenn wir es suchen, sondern wenn wir zulassen, dass es uns findet. Die Ungerechtigkeit kann das Prinzip nie besiegen. Das Prinzip besiegt niemals das Gesetz. Das Gesetz kann die Kraft nicht besiegen. Die Kraft besiegt niemals den Geist. Wenn ein Phonographenmeister lehrt, sei immer nur du selbst. Wird der Schüler von Phonographenmeister selbstbewusst denken und leben, sei immer nur du selbst. Und wird es auch so seinen Leuten weitererzählen, sei immer nur du selbst. Wenn ein solcher Schüler später selbst Phonographenmeister wird, lehrt er seinen Schülern, sei immer nur du selbst.
Wenn ein Wegmeister diese Lehre hört, wird er darüber meditieren. Dann wird er seinen Schüler lernen, wenn dir ein Phonographenmeister lehrt, sei immer nur du selbst. Dann meditiere darüber, wie du selbst gerade bist. Und wenn du bemerkst, dass du gerade ein egozentrisches Arschloch bist, dann versuche sofort, ein anderes du selbst zu werden. Was ist der Unterschied zwischen einem Phonographenmeister, also einem Guru, einem Nasenringführer oder einem echten Wegmeister? Jetzt studiere und arbeite ich schon so intensiv und lange auf dem Weg. Alle wahren Wegmeister tun das. Nur, wer ist schon ein wahrer Wegmeister? Ein Phonograph hat gelernt und gibt es so weiter. Freitag der 13. ist ein Unglückstag. So war es Judas, der Jesus verraten hat. Judas kam als 13 zum letzten Abendmahl und Jesus wurde daraufhin an einem Freitag gekreuzigt. So heißt es in der Matrix-Geschichte, in der manipulierten, manipulierten und verfälschten Bibel. Der falsche Jesus, aber nicht der echte. Der echte Jesus wurde nie am Kreuz ermordet. Und hat sich auch nicht dort freiwillig kreuzigen lassen. Das ist Matrix-Irrlehre, um die Menschen gefangen zu halten. Also, auch in der nordischen Mythologie finden sich Hinweise auf die 13 als Unglückszahl. Das ist ja interessant. Wie es wirklich ist, mehr dazu über die wahre Bedeutung der Zahl 13 im nächsten Podcast. Alles Gute, bleibt im Frieden und bis zum nächsten Hier und Jetzt. Die Ideologie ist ein magischer Kompass, um die Naturgesetze und die Ordnung im Universum zu verstehen. Das Ideologiebuch ist eine Schatzkammer des Wissens. Auf über 900 Seiten im Detail erklärt, mit 80 von Hand gezeichneten Zeichnungen, Grafiken und hilfreichen Tabellen. Dieses Buch ist ein echter Mehrwert für dein Leben. Die Naturgesetze zu verstehen, gehört zum Fundament, um das Leben zu verstehen. Wenn auch du die Naturgesetze richtig verstehen willst, dann gönne dir und deinen Liebsten diesen Schatz mit einzigartigem Naturwissen und kaufe das Ideologiebuch jetzt direkt im VivoTerra Shop.